So, wir wollen jetzt den Ablauf oder einen Durchlauf des Dijkstra-Algorithmus anhand eines Beispiels einmal vorführen. Wir fangen an hier in Zeile 1, wo das Feld S initialisiert wird, die Menge R initialisiert wird und ich schreibe das hier unten in einer Tabelle auf. Hier sind die einzelnen Knoten aufgeführt. Es geht jetzt darum, einen kürzesten Weg ausgehend vom Knoten A, der hier blau markiert ist, zu allen übrigen Knoten zu finden, zu bestimmen, die Länge des kürzesten Weges zu bestimmen. Wir tragen das hier unten in die Tabelle ein. In der ersten Zeile werden wir die Länge eines kürzesten Weges vom Knoten A zum jeweiligen Knoten, hier beispielsweise F, eintragen. Das werden wir in diesem Feld machen. Im Feld P steht der Vorgänger auf dem kürzesten Weg von Knoten A zum Knoten beispielsweise D. Ja, also hier würde der Vorgänger auf dem kürzesten Weg, auf dem bislang ermittelten kürzesten Weg von A zum Knoten D stehen. Und hier unten markieren wir die Knoten, die wir bereits untersucht haben. Das ist im Algorithmus anhand einer Menge oder mit Hilfe einer Menge realisiert, die wir initial auf die leere Menge setzen. Das heißt, hier unten werden wir einfach Kreuze eintragen für die Knoten, die wir bereits untersucht haben. Das heißt, am Anfang ist das leer. So, und die Initialisierung sieht so aus: für den Startknoten, das ist in unserem Fall der Knoten A, tragen wir hier eine 0 ein. Für alle übrigen Knoten jeweils den Wert unendlich und das Feld P, das bleibt erstmal leer. So, und dann bestimmen wir in Schritt 2 den Knoten mit dem kleinsten Wert bezüglich des Feldes L. Das ist im ersten Durchlauf, ist das der Knoten A. Ja, der würde jetzt hier ausgewählt werden. Das heißt, der steht hier drin und wir, vielleicht tragen wir einfach mal die Reihenfolge ein, in der untersucht werden. Wir tragen hier nicht einfach ein X ein, sondern wir tragen hier einfach die Reihenfolge ein, in der die Knoten in dem Algorithmus behandelt werden. Das heißt, als allererster Knoten wird der Knoten A betrachtet. So, und dann untersuchen wir in dem Schritt 4 alle Knoten, die jetzt zu unserem Knoten, den wir gerade ausgewählt haben, das heißt in diesem Fall der Knoten A, adjazent sind. Untersuchen wir jetzt, ob der bisherige Wert im Feld L, ob der größer ist als der Wert, der sich ergibt, wenn ich den Wert von dem Knoten V nehme und da das aktuelle Kantengewicht der Kante VW addiere. Das heißt, was wir untersuchen, für die Knoten B, C und D, ja, ist der aktuelle Wert, der ja jeweils noch unendlich ist, ist der größer als der Wert von A plus der jeweilige Kantenwert, dann wird der alte Wert überschrieben, das erfolgt dann hier. Ja, der Wert für das Feld L, für den Knoten W, wird überschrieben durch genau den Wert, den wir hier stehen haben, plus das aktuelle Kantengewicht. Das heißt, der Knoten B würde jetzt den Wert 6 bekommen, 0 plus Kantengewicht 6 wird hier eingetragen, entsprechend der Wert für C und D. C bekommt den Wert 4 und D bekommt den Wert 2. So, und als Vorgänger von diesen Knoten wird jeweils der Knoten A gesetzt. So, dann wird geprüft, ist die Menge R schon vollständig, das heißt, ist sie identisch zu V oder gibt es noch unbearbeitete Knoten, das ist der Fall. Ja, vollständig wäre die erst in diesem Fall, wenn wir hier unten in dieser Zeile überall Einträge vorgenommen haben. So, wir springen jetzt zurück in Zeile 2 und wählen jetzt unter allen Knoten, mit Ausnahme der Knoten, die bereits bearbeitet wurden. Ja, also das ist hier die Differenz, die Mengendifferenz. Wir betrachten die Menge V ohne die Menge R. R enthält bislang nur den Knoten A, das heißt, alle Knoten außer A werden jetzt untersucht. Welcher Knoten hat den kleinsten Wert bezüglich des Feldes L? So, das ist in diesem Fall der Knoten D, das ist der, der als nächstes ausgewählt wird. Das heißt, wir tragen hier als Nummerierung ein, der Knoten D wird als zweites ausgewählt. So, und dann wird wieder untersucht, für alle Nachbarn von D ändert sich der entsprechende Eintrag für das Feld L. Das heißt, wir untersuchen den Knoten C. C hat bislang den Wert 4. Ja, und wenn wir aber von A über D zu C bekommen,
erhalten wir einen kleineren Wert, nämlich 2 plus der Wert dieser Kante 1. Das ist jetzt der neue Wert für den Knoten 2. Also der bislang günstigste Weg zum Knoten C geht nicht direkt von A nach C, sondern über die Kante D, über den Knoten D zum Knoten C. Vermerken, dass auch hier entsprechend an dieser Stelle der Knoten D, C wird über den Knoten D erreicht. Genauso für Knoten E. Knoten E hat bislang noch den Wert unendlich. Auch den können wir natürlich günstiger erreichen, indem wir über den Knoten D gehen. Und wir würden jetzt 2, der bisherige Eintrag für den Knoten D, plus der Wert dieser Kante. Das heißt, hier bekommen wir beim Knoten E den Wert 7. Und der Vorgänger von E wäre der Knoten D. Und der Knoten F entsprechend bekommt den Wert 4. 2 plus 2 ist 4 und F wird auch über den Knoten D erreicht. Und damit haben wir alle adjazenten Knoten, alle zu D adjazenten Knoten erreicht, untersucht. Wir gehen hier unten rein. Es gibt weiterhin noch unbearbeitete Knoten. Wir springen zurück in Schritt 2 und wählen jetzt wieder den aus. Aus allen Knoten, ohne die Knoten A und D, die ja bereits untersucht worden sind. Was ist derjenige, der am günstigsten ist? Das wäre jetzt der Knoten C mit dem bisherigen Wert 3. Das heißt, der Knoten C ist der nächste, der untersucht wird. Und wir untersuchen jetzt die Nachbarn von C. Und das ist in diesem Fall und G bekommt als Vorgänger den Knoten B. Als nächstes würde dann der Knoten E untersucht werden. Das wäre der sechste Knoten, der untersucht wird. Und wir erzielen hier eine Verbesserung für einen Weg zum Knoten G. G wurde bislang erreicht über einen Weg der Länge 18. Und wenn ich über den Knoten E gehe, der bislang eine Länge von 6 hat, plus 6, kommen wir hier auf einen Wert von 12. Das heißt, hier gibt es eine Verbesserung und der Vorgänger von G wird der Knoten E. Und ebenso ergibt sich beim Knoten H eine Verbesserung. Auch den kann ich günstiger erreichen durch einen Weg der Länge 9. Und als Vorgänger von H haben wir auch den Knoten E. Als nächstes würden wir nun den Knoten H auswählen. Das ist der siebte Knoten, der untersucht wird. Und wir haben hier, wenn wir jetzt über H gehen und dann zum Knoten G gelangen, auch da erzielen wir nochmal eine Verbesserung. Nicht über einen Weg der Länge 12, sondern über einen Weg der Länge 9 plus 2 macht 11. Und als Vorgänger von G haben wir den Knoten H. Und wir erreichen jetzt auch erstmalig den Knoten J. Das heißt, das unendlich streicht sich hier weg. Wir erhalten hier einmal den Wert von 17 und der Vorgänger von J ist der Knoten H. So, es verbleibt jetzt noch der Knoten G als achter Knoten. So, und auch wenn wir jetzt über G gehen, erzielen wir nochmal eine Verbesserung beim Knoten J, wo wir auf einen Wert von 16 kommen. Der Vorgänger ist der Knoten G. Als nächstes wird der Knoten I ausgewählt, da erzielen wir keine Verbesserung und der Knoten J wird ausgewählt, auch da erzielen wir keine Verbesserung und der Algorithmus mit vollständiger Auffüllung oder mit vollständiger Belegung der Menge R, die jetzt identisch ist zur ursprünglichen Knotenmenge, das heißt alle Knoten sind untersucht, terminiert der Algorithmus. Was im Prinzip gemacht wird, es wird ein sogenannter Spannbaum oder Wegespannbaum. Und zwar wie folgt. Das können wir jetzt aus dem Feld P ablesen.
Auch das markiere ich mal hier. Und zwar, der Knoten B wird erreicht vom Knoten A. Das ist die Kante, die sozusagen auf einem kürzesten Weg zum Knoten B benutzt wird. Der Knoten C wird erreicht über den Knoten D. Der Knoten D wird erreicht über den Knoten A. Der Knoten E wird erreicht über den Knoten C. Also hier ist jetzt immer der Vorgänger auf einem kürzesten Weg zum entsprechenden Knoten eingetragen. Und so baut sich jetzt schrittweise, wenn man das hier einzeichnet, ein Spannbaum auf, bestehend aus den Kanten, die auf kürzesten Wegen zu Knoten vorkommen oder verwendet werden. Knoten F wird erreicht über den Knoten D. Knoten G wird erreicht über den Knoten H. Knoten H wird erreicht über den Knoten E. Knoten I wird erreicht über den Knoten F. Und Knoten J wird erreicht über den Knoten G. So, das ist der kürzeste Wegespannbaum. Der enthält alle Knoten und genau die Kanten, die halt auf einem kürzesten Weg zu jedem der Knoten benutzt werden.